Ja? Du kannst auch nicht weg. Oh. Hältst du es noch durch? Ja? Okay. Halt ihr noch durch? Wie lange hältst du noch? Nicht mehr lang. Wenn ich mit den Fingern schnippe, dann musst du nicht mehr auf die Toilette und der rechte Fuß ist ganz normal. Jetzt. Was war gerade? Nix. Nix. Geht's wieder? Was war denn gerade? Nix. Nix. Hallo. Kannst du auch wieder laufen? Super. Ja, auch wieder. Was war gerade? Ich kann nicht laufen. Kannst nicht laufen? So was. Ist anscheinend wirklich ansteckend. Mach auf. Die Musik aus, bitte. Hallo. Was war gerade eben? Weißt du nicht? Bei dir? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du musstest gerade auf die Toilette und den richtigen Fuß war am Boden festgeklebt. Kann nicht sein. Pass mal auf. Das ist Tammel, ne? Sicher. Ganz sicher. Schlaf tief und fest. Steh sicher und gerade. Steh ganz sicher und gerade auf deinem Platz. Wenn ich dich wecke, dann bist du Tammel Hanken. Und du hast einen ganz, ganz schwierigen Fall hier. Das ist nämlich ein Pferd. Dieses Pferd, das steht auf zwei Füßen. So was hast du noch nie erlebt, aber du bist der Tammel Hanken und du machst alles wieder locker, ne? Und flockig. Du machst dieses Pferd wieder gangbar, sodass man es reiten kann. Ich zeig dir das Pferd. Es ist ein Schimmel. Und Tammel, du wirst all deine Fähigkeiten jetzt einsetzen, um dieses Pferd wieder gangbar zu machen, so, und du wirst es auch mal einen Meter reiten und vorführen, dass man dieses Pferd wirklich reiten kann. Das erste Pferd, das auf zwei Füßen steht. Mach auf. Hallo Tammel. Hallo. Das ist ja schön. Hier, weißt du ja, wir haben hier wieder Aufzeichnung der XXL-Ostfriese, ne? Okay. Ja, und für diese Sendung haben wir eine ganz, ganz was ganz Besonderes für dich. Sowas hast du jetzt sicher auch noch nicht mal du erlebt. Hast du schon mal ein Pferd gesehen auf zwei Beinen, das so stand? Nein. Nicht? Dann schau mal da. Gehst du mal zur Seite kurz? Schau mal, der Schimmel da. Oh. Atmen. Bekommst du das hin? Ich versuch's. Also Tammel, wenn du das hinbekommst, dann bist du der Weltstar schlechthin. Okay. So, mach mal. Und musst noch reiten dann. Ich kann nicht reiten. Ja, so ein Meter geht schon. Führer. Was brauchst du? Ein Vorführer, der muss einen Schritt hinlaufen. Ja, das bekommen wir schon hin. Ist hier jemand da, der sich da auskennt, was sie braucht? Ich habe nämlich ehrlich gesagt... Ja, schau mal, deine Frau hilft dir. Er lahmt. Umdrehen und den Trab wieder her. Das muss sich so ein Schimmel, ne? Aber auf zwei Beinen, das hat er nie gesehen. Ja, gut. Was machst du jetzt? Wie richtest du das ein? Erstmal die Wirbel locker machen. Ja, mach doch mal. Warum lachst du da? Machst du sonst nicht? Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ja. Und so ein Pferd hat man das wirklich selten. Ne? Jetzt schau mal. Gut. Stehen immer noch auf zwei Beinen. Ja. Aber nicht mehr lang, das schaffst du noch. Nächstes Bein. Ich
schwerer Fall? Ganz schwerer Fall. Was müssen wir jetzt machen? Aber nicht schlachten, ne? Nee, aber Hoffnung besteht da nicht mehr. Keine Hoffnung mehr? Tamme, jetzt habe ich mich so auf dich verlassen, dass du diesen Fall hier für uns für die Kamera lösen kannst. Schau doch mal. Ich habe jetzt noch einen Tipp für dich. Du hast doch bei mir hypnotisieren gelernt. Das funktioniert mit Sicherheit mit Pferden auch. Suggerier mal dem Pferd, dass auf vier Füßen geht. Okay. Du bist immer müder und müder. Ich habe es vergessen. Ja, das soll doch nur auf vier Füßen gehen. Schau mal, ob er das macht. Wenn ich dich wieder aufwecke, stehst du auf vier Füßen. Wow, Tamme! Super! Der erste Pferdehypnotiseur. So, und jetzt nur noch einmal für die Kamera mal aufsteigen, kurz einen Meter reiten. Einen Meter reiten. Wow! Tamme, super! So, Moment mal, bleib mal kurz sitzen, bleib mal kurz sitzen, wach auf. Was machst du hier? Das ist nicht echt. Was machst du mit deinem Chef? Scheiße. Was hast du gerade gemacht? Weiß ich nicht, saß auf den. Ja, was machst du, wenn das Carmen jetzt erfährt? Dann habe ich ein Problem. Das ist ein Geschäft. Meinst du wirklich? Ja. Na, das glaube ich nicht. Carmen ist eine ganz liebe, so wie ich sie kennengelernt habe. Aber wenn es um ihren Mann geht? Ja, gut. Schlaf tief und fest, steh sicher und gerade. Fühl dich vollkommen wohl, tiefer und tiefer singst du. Schlaf. Ja. Das gibt doch nicht immer was. Jetzt starten wir erst. Schlaf für dich vollkommen wohl, tiefer und tiefer sitzt du.